Ketchup. Ja, ob ich da hochklettern kann, ob da die Ausdauer reicht. Ich glaube schon. Dürfen wir halt nicht so viel springen. Das wird ein langwieriges Klettern, aber immerhin. Ich meine, das Gesicht ist auch blöd mit Brille. Mit Brille finden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man ist immer wenn man nicht so den Normmaßen entspricht, ist das immer schwierig. Ich habe auch mit Skischuhen, also ich war in meinem Leben dreimal Skifahren oder so, aber ich habe mit Skischuhen immer ein Riesenproblem gehabt, weil die Oberseite von meinem Fuß sehr steil nach oben geht. Also das ist sehr hoch quasi, das, ne, die Wölbung oben. Und deswegen drücken bei mir alle Skischuhe so furchtbar. Es ist so schmerzhaft. Da habe ich auch noch keinen Schuh gefunden, der da passt. Ich muss auch bei meinen ganzen Turnschuhen eigentlich die Schnürsenkel schon immer recht weit machen, damit die Schuhe passen. So, hier unten in der Arena soll... Oh ja, das sieht so aus, als wäre da echt ein Gegner. Ich warte mal auf Metatron. Schauen wir mal. Whenever you need me, I'll be there. Huh? Ah, geht schon los. Geronimo! Oh oh, es geht los. Ah, den kenne ich doch schon. Ich habe schon mal gegen den gekämpft, aber habe ihn nicht geschafft. Haha, juhu. Der beschwört jetzt ganz viel kleinere Monster, die wir besiegen müssen. Oh, da ist Metatron mit Elektro super aufgestellt, glaube ich, gegen den Boss. Okay, gut. Nächste Welle. Wir sind bereit. Okay, wahrscheinlich die letzte Welle.
Wassereichhörnchen! Eichhörnchen? Ich wusste, dass die Eichhörnchen dahinter stecken. Es sind immer Eichhörnchen. Letztendlich. Die Strippenzieher. Müssen wir das hauen oder haut das uns? Hey, ich glaube, wir haben ihn geschafft. Okay, der dicke Spatz war quasi der Boss. Finde ich gut. Loot. Cool. Somit ist, glaube ich, auch das tägliche Achievement, die tägliche Quest erfüllt, dass ich genug Harz ausgeben muss. Nice. Irgendwie kriegen wir Schaden, kann das sein? Warum kriegen wir denn hier Schaden? Was ist denn hier los? Hilfe! Während des Lootens und Plünderns sterben wir hier heimlich vor uns hin. Ja, wie gesagt, wie auch immer, wenn man von der Norm abweicht, ist immer schwierig bei sowas. So. Wenn du willst, Metatron, können wir jetzt einfach erkunden. Wir haben die Eichhörnchen besiegt, Abraxe. Und es hat sich herausgestellt, dass ein dicker Spatz in Wirklichkeit so der Mafiosi-Anführer von den Eichhörnchen war. Damit hätte man rechnen können. Was wollte ich sagen? Genau, wir können von mir so ein bisschen erkunden. Ich würde nur kurz gerne in die Stadt zurück. Oh, ob wir den Vorsprung schaffen? weil ich gerne meine Charaktere, die ich auf Expedition geschickt habe, einsammeln würde. Weil dann laufe ich nämlich mit dir ein bisschen mit meinen niedrigleveligeren Charakteren rum, damit die ein bisschen hochleveln. Ah, mir geht die Ausdauer gleich aus. Oh, das schaffen wir noch. Puh, knapp. Also, ich teleportiere mich jetzt schnell in die Stadt. Oh, Achievement! Yes! Schön. Ich fände es super cool, wenn es hinhauen würde, dass wir im Stream noch eine Lootbox öffnen dürfen. Aber ich glaube, das geht nicht mehr. Da muss man schon immer viel grinden, damit man so eine 10er Lootbox öffnen kann. Da bräuchten wir hier 1440. Die Lootbox wäre für mich jetzt ein bisschen billiger mit 1100, aber da habe ich schon alle Charaktere aus der Lootbox, deswegen würde ich lieber die öffnen. Aber die kriegen wir nicht mehr zusammen. Aber egal. Also. Teleportation! Ne, warte mal. Das ist eher die Höllenspirale. Wie geht denn? Macht Son Goku nicht auch bei der Teleportation sowas ähnliches wie das hier? Ich habe das gerade so vor Augen, aber wahrscheinlich macht er was anderes. Höllenspirale! Ne? Macht. Oder? Der Son Goku macht doch beim Teleportieren das gleiche wie Piccolo bei der Höllenspirale. Also, nee. So einfallslos. Vielleicht muss man für beide Attacken einfach sein ganzes Chi in seiner Stirn konzentrieren. Deswegen. Wahrscheinlich. Ach, kommt schon. Kann ich jetzt in Metatrons Welt nicht mal mit den Händlern hier reden? Das ist ja echt ein bisschen doof. Man darf wirklich... Ach so, mit denen kann ich reden. Nur nicht mit meiner Gildenbeauftragten. Das finde ich echt ein bisschen lame. Ich hoffe, dass die da noch ein bisschen dran arbeiten, weil momentan ist der Nicht-Host schon irgendwie ein bisschen der Gearschte.
Der macht das gleiche wie Piccolo. Schreibt auch Metatron im Spiel gerade. Na dann. Ist mir bis jetzt gerade noch nie aufgefallen. Aber jetzt, wo ich es nachmache... Na, ist auch wurscht. Dann laufe ich einfach so noch ein bisschen mit dir mit. Gibt es das öfter in Dragon Balls, dass verschiedene Charaktere die gleiche Bewegung machen für verschiedene Attacken? Eigentlich nicht, oder? Ich meine, gut, Genki Dama und der Death Ball von Freezer ist schon auch ziemlich ähnlich, aber die sind ja auch ziemlich ähnlich. Sind halt große Kugeln, die alles kaputt machen. Da stehen halt beide so da, weil sie halt die Riesenkugel aufladen. Ich weiß nicht, ob das zählt. Aber theoretisch schon. Ich schaue jetzt trotzdem mal, ob ich Charaktere habe, die vielleicht ein bisschen niedrigleveliger sind, die man hochleveln könnte, die ich nicht gerade auf Expedition geschickt habe. Ja gut, die habe ich so gut wie noch gar nicht benutzt eigentlich. Die könnte man ruhig mal noch ein bisschen... Warum nicht? Aber ansonsten eigentlich nicht wirklich. Am ehesten noch unseren Iceman hier. Der kann wenigstens noch hochleveln. Na, dann machen wir es halt so. Ist auch okay. Und dann halten wir uns vor Auge, wenn Son Goku zur Zeit von Raditz bereits hätte teleportieren können, hätte er die Höllenspirale von Piccolo überlebt. Das stimmt. Aber wenn Son Goku zu Zeiten von Raditz schon den krassen Scheiß gekonnt hätte, den er kann, wenn er dann teleportieren kann, dann hätten die Saiyajins eh heimgehen können. Dann wäre das ziemlich schnell zu Ende gewesen, die Saiyajin-Saga. Das ist okay, Pia. Dafür ist er da. Unter anderem. Warum nicht? Irgendwas zum nebenbei beim Einschlafen nebenher laufen lassen zu haben, ist ja auch cool. Ich versuche gerade mal den Metatron einzuholen. Einzuholen ist gestohlen. Oder so. Aber ich muss die ganzen Früchte sammeln. Ich glaube nämlich, es gibt Achievements, wenn ich in den Welten von anderen Spielen Früchte sammle. Und Blumen und so Zeugs. Ich warte hier ab, was getaggt. Hä? Was? Ja, die Let's Chill Let's Plays, ne? An die habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Die sollte ich schon auch mal nochmal weiterführen. Nochmal groß aufziehen, eine Playlist machen. Boah, ey, YouTube streicht jetzt das automatisch hinzufügen Feature von den Playlists. Also das ist euch als Zuschauer wahrscheinlich eher wurscht, aber für Leute, die YouTube machen, ist das wirklich super nervig, dass die das Feature rausnehmen. Weil... Playlists waren noch nie super komfortabel zu verwalten, aber jetzt ohne dieses automatische Hinzufügen-Feature kann man es auch einfach gleich lassen, dass man irgendwie Playlists macht. Wirklich total doof. Was sie sich dabei wieder gedacht haben. Genau, im Endeffekt konnte man früher quasi wenigstens sagen, hey, ich habe hier dieses Format Lorecore zum Beispiel, auch wenn ich da auch hinterher bin, aber nur beispielsweise. Und dann hat man eine Lorecore-Playlist gemacht und hat in der Playlist eingestellt, alle Videos, die den Namen Lorecore enthalten, sollen automatisch in diese Playlist hinzugefügt werden. Und gerade für Let's Play-Reihen oder allgemein halt längere Reihen oder Reihen mit vielen Folgen war das halt super praktisch. Und jetzt muss man halt bei jedem Video, das man hochlädt, immer
einstellen, in welche Playlist das soll und in welche nicht, beziehungsweise dann immer wieder mal alle Playlists manuell per Hand verwalten. Und das sind einfach echt viele unnötige Arbeitsschritte, die man halt früher nicht hatte. Und keiner versteht so recht, warum die das Feature jetzt streichen, weil kann das wirklich so viel Serverleistung bei dem beanspruchen oder was ist da los? Ich weiß es nicht. Es ist schon ein bisschen nervig. Nee, eben, ich weiß. Trotz dieses Features waren meine Playlists immer furchtbar und sind auch nicht mehr aktuell. Aber ich hatte halt immer im Hinterkopf so, naja, ich müsste ja bei vielen Playlists nur mal einstellen, dass die das und das, die und die Videoart aufnehmen und dann passt das schon. Aber das geht jetzt bald nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt meine Playlist, solange das Feature noch existiert, wenigstens mal aktualisieren. Das wäre schon eine gute Idee. Das stimmt. Ich muss mal schauen, wo Metatron ist. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn verloren. Ich laufe gerade sonst irgendwo rum. Ach, der ist schon. Der ist auch ganz woanders. Okay. Nein, meine Playlists sind furchtbar organisiert. Ich habe das die ersten 2, 3 Jahre oder so auf YouTube echt noch verfolgt, dass die aktuell sind einigermaßen. Und dann habe ich es voll schleifen lassen, weil die einfach echt lästig sind. Eben wie gesagt, selbst mit dem automatischen Zugfügfeature sind die einfach ein bisschen klobig und doof. Und jetzt ist es halt echt nicht besser. Ach so, da bräuchte ich jetzt Feuer. Ich bin zu faul, jetzt extra einen Feuercharakter zu holen. Der Charakter, den ich jetzt hier habe, den habe ich relativ neu erst bekommen. Die hat die Spezialfähigkeit, dass einem Erze auf der Karte angezeigt werden. Das ist ziemlich cool, wenn man so Erze zusammensammeln will. Abraxe, danke schön für die Schneemann-Invasion. Aber die Kristalle hier, die brauche ich wirklich. Beim Schmied kann man nämlich so ziemlich hochstufige Prototypwaffen herstellen. Und da habe ich ein paar Blaupausen gefunden. Da muss ich aber sehr viel von diesen Kristallen farmen, damit das hinhaut. Damit ich das machen kann. Metatron, da ich in deiner Welt leider echt so wenig machen kann, gehe ich jetzt, glaube ich, wieder zurück in meine Welt nochmal für die nächsten, für die letzten 2 Stunden Stream und mach da noch ein bisschen weiter Aufgaben. Du kannst ja noch mal versuchen, ob du mir beitreten kannst. Weil irgendwie wäre es schade, wenn es nicht geht, aber wegen der Levelbegrenzung war das, ne? Aber genau. Weil ich würde gern ein bisschen bei meinem Spielfortschritt weitermachen. Ich habe noch Gegenden, die ich gerne noch erkunden würde und so. Deswegen sage ich jetzt mal Tschüssi. Ups, das war falsch. Tschüssi, glaube ich. Ich weiß nicht. Ah, jetzt komme ich wieder nach Hause. Aber ich spiele das Spiel jetzt wirklich fast jeden Abend. Teilweise halt recht erst spät abends, wenn ich länger arbeiten muss. Also da können wir jederzeit öfter gern mal wieder koopen, wenn du willst. Wenn du siehst, dass ich online bin, dann schreib einfach oder tritt bei, wenn es geht, oder wie auch immer. Weil grundsätzlich ist das cool, aber zum langwierigen, wollte ich nicht sagen, zum längeren gemeinsamen Erkunden leider irgendwie nicht geeignet bis jetzt. Wäre cool, wenn das Spiel auch im Multiplayer meinen Fortschritt abfragen könnte, sodass ich dann quasi auch in der Spielwelt von anderen Spielern
Aufgaben erledigen könnte, die ich in meiner Welt noch nicht erledigt habe. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich nicht so krasse Wortfindungsstörungen hätte und dauernd über meine eigene Zunge stolpern würde, hätte ich es gerade besser erklären können. Aber ich meine damit, dass ich in der Welt von dem anderen trotzdem den Zustand meiner Welt sehe, quasi. Und auch so mit dieser Welt interagieren kann, als wäre es meine Welt. Und er sieht halt nur seine Aufgaben. Und wenn wir dann gemeinsam eine Aufgabe lösen, dann kriegen wir die beide oder eben nur der, wo es nicht schon in der Heimatwelt erledigt ist. So ungefähr. So, jetzt muss ich dringend nämlich vor allem auch zurück in die Stadt. Ich würde nämlich wirklich gern, so Verwaltungssachen kann man halt leider nicht machen im Multiplayer. Ich muss meine Expeditionsteilnehmer mal abholen und auf neue Expeditionen schicken zum Beispiel. Und ich habe mir extra noch ein Eck auf der Karte aufgehoben für einen Stream, damit man da noch viel zu entdecken und zu erkunden hat. Ich habe wirklich schon sehr viel erkundet. Das Erkunden der Map macht mir halt einfach mit Abstand am meisten Spaß. Das Spiel hat doch wirklich sehr viel Story und Dialoge, aber die habe ich meistens weggedrückt, ehrlich gesagt. Vor allem wegen dem da, wegen der Figur, die da im Pausenbildschirm rumfliegt. Paimon oder wie die heißt. Selbst für so nervige Anime-Sidekicks ist das noch ein wirklich nerviger Anime-Sidekick. Damn, gibt die mir auf die Nerven. Und ich will mir einfach echt keine Dialoge mehr anhören, wo die zu hören ist. Die finde ich furchtbar. Wenn ihr schon von in Ocarina of Time von Navi genervt wart, dann wartet mal ab, bis ihr Paimon kennenlernt. So, Belohnung für tägliche Mission abholen. Yippie. Ta-ta-ta. Sehr schön. Außerdem, Belohnung für Abenteuerstufe abholen. Ach, bin ich aufgestiegen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Yeah, Abenteuerstufe 31, nicht schlecht. Interessant wird es wieder bei 33 und 35. Naja. Und zu guter Letzt meine Erkundungsteams zurückholen. Man kann quasi, weil es halt in dem Spiel wirklich viel mehr Charaktere gibt, als man wirklich brauchen kann, ein paar Charaktere immer auf Expeditionen schicken, damit sie in irgendwelchen Regionen irgendwelche Items sammeln. Ist halt quasi nur so, hier der Charakter ist für so und so viele Stunden nicht verfügbar, aber dafür kriegst du am Schluss dann Loot. Hab gerade noch eine Ziehung gemacht und Pischl bekommen. Wer ist denn Pischl? Ah, hast eh auch aufgehört. Okay, gut. Pischl kenne ich gar nicht. Ich habe so eine Fischl oder so ähnlich, kenne ich, glaube ich. Ach so, genau, die Dame mit dem Raben, die meine ich auch, die habe ich auch. Und ich habe im Internet gelesen, die soll angeblich gut sein, aber ich finde die echt nicht gut. Ich mag die nicht. Aber die habe ich theoretisch auch. Die schicke ich immer auf meine Expeditionen, weil die einen Bonus hat, dass ihre Expeditionen 25% kürzer sind als die von anderen. Fischl, genau. Deswegen ist die bei mir meistens unterwegs. Ah, ich kann mittlerweile schon 4 versenden. Ah, okay. Na gut, wen schicke ich denn noch weg? Hier, Xiang Kui benutze ich auch kaum. Brauche ich auch nicht unbedingt. Ich muss immer auch ein bisschen drauf achten. Ich ärgere mich, wenn ich jemanden wegschicke, den ich dann doch für ein Rätsel brauchen kann. Deswegen muss ich da immer ein bisschen, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Dass ich nur Leute wegschicke, die ich ganz sicher nicht doch noch irgendwo brauchen kann. Ja, im Grunde, dich brauche ich auch nicht. Weg mit euch. Okay, cool.
So, genau, hier kann man eben die Prototypen herstellen. Da braucht man aber wirklich sehr viel Rohstoffe. Ich kann aber auch ein paar Rohstoffe, die ich nicht unbedingt brauche, wie zum Beispiel Standardeisen, in Upgrade-Materialien für meine Waffen umwandeln. Das ist eigentlich recht sinnvoll. Weil ich wüsste nicht, was ich sonst damit tun soll. Also, weg damit. Ich kann dir übrigens generell empfehlen, die für diese schwebende Elementargegner einen Schützen von jedem Element zu besorgen. Das macht die einfacher. Ja, ich weiß schon, das habe ich schon gemerkt. Ich komme mittlerweile auch ohne Schützen ganz gut gegen die klar, aber am Anfang war das schon sehr schwer, gegen die zu kämpfen. Und wenn man die mit Bogenschützen halt vom Himmel holen kann, immer wieder mal, ist das schon sehr hilfreich. Sodala, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich wollte entweder hier unten ins Eck oder da oben ins Eck. Hinten unten. Genau, hier gibt es noch, glaube ich, einiges zu erkunden, hinten unten. Ah, hier gibt es sogar noch einen Dungeon, in dem ich noch gar nicht war. Das suchen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon rein kann, aber ich will es mal aufdecken. Es gibt viele Gegner, wo Fernkämpfe wirklich nützlich sind. Ein paar gezielte Pfeile in die Schwachstelle sind oft irgendwie wirklich super hilfreich. Auch diese großen Golemwächter, wenn man die in ihr leuchtendes Auge schießt, sind sie auch immer wieder für ein paar Sekunden bewegungsunfähig. Das hilft natürlich echt super gut. Wie gesagt, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich bin trotzdem lieber eher der, der einfach draufhaut, wie blöd. Deswegen habe ich auch diese Steinelement-Haushälterin, sie da, immer gerne im Team, weil sie kann sich für kurze Zeit ein Schutzschild machen und ist dann einfach unbesiegbar und wird auch nicht umgeschubst. Und das ist echt ziemlich praktisch. Und dann kann ich halt draufhauen, wie doof. Und sie heilt dann auch noch das ganze Team, während ihr Schild aktiv ist, wenn sie draufhaut, wie blöd. Sie entspricht genau meinem Spielstil. Es ist perfekt. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wo ich gleich nochmal hin wollte. Östlich. In östliche Richtung. War ich da unten schon in dem Monsterlager? Ich sehe keine Truhen mehr. Insofern war ich da höchstwahrscheinlich schon mal. Okay, gut. Dann ignoriere ich das und gehe weiter in östliche Richtung. Nein! Mist. Ah, na super. Jetzt bist du in der Story so weit, dass das Mädchen, das ich gerade spiele, böse wirkt. Aha. Ja, ich habe ehrlich gesagt die Story sehr stark übersprungen und weggedrückt immer wieder, deswegen keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wer welche Gesinnung hat. Das andere. Ach, die Kaiserin da. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, ich weiß schon. Da bin ich auch ungefähr, glaube ich, ein bisschen weiter. Und da wird man ja quasi dann verdächtigt oder zu Unrecht beschuldigt. Deswegen wirkt die so wie die Antagonistin.
Hey, was macht er denn da oben? Dass die hier gar keinen Schatz bewachen oder so. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Aber vielleicht war ich hier schon mal. Man kann es immer nicht so hundertprozentig sagen.